Hallo liebe 96-Fans, wir haben in dieser Woche exklusiv für unsere Sponsoren ein Interview mit unserem Sportdirektor Gerhard Zuber und unserem Cheftrainer Kenan Kocak geführt. Das möchten wir euch aber selbstverständlich nicht vorenthalten und deswegen bleibt unbedingt dran, wenn ihr wissen wollt, warum es diesen Winter keine Transfers gab, wie die beiden die Entwicklung unserer Mannschaft einschätzen und natürlich, wie wir am Samstag das Derby gewinnen. Viel Spaß! So, und da sind wir auch schon und ich freue mich ganz besonders, dass jetzt Hannover 96 Sportdirektor Gerhard Zuber und auch unser Cheftrainer Kenan Kocak bei mir sind. Hallo, hallo ihr zwei. Hi. Schön, dass ihr da seid, freut mich sehr. Ich starte mit einer Frage an euch beide und zwar, das Wintertransferfenster ist geschlossen. Wir haben uns gegen eine Neuverpflichtung entschieden. Wir vertrauen in unseren Kader. Möchtet ihr dem noch etwas hinzufügen? Ja, also grundsätzlich hast du es ja schon richtig angesprochen. Wir vertrauen unserem Kader voll und ganz. Wir sind zufrieden mit der Entwicklung. Man merkt so ein bisschen, die Mannschaft wächst zusammen. Das ist wichtig. Wir kommen ein bisschen in Automatismen rein. Die Jungs verstehen sich und das Pflänzchen beginnt hoffentlich jetzt zu wachsen. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, keinen Spieler mehr zu holen, weil wir an die bestehende Truppe glauben. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie das Vertrauen auch in den nächsten Spielen zurückzahlen wird. Möchtest du dem noch was hinzufügen, Kenan? Nein. Nein. Okay. Alles gut. Sehr gut. Dann ein weiterer Punkt, der direkt mal an euch beide geht. Man liest ja in der Presse tatsächlich immer wieder, dass ihr euch manchmal nicht so einig seid. Jetzt sind wir hier mal zusammengekommen und können das klären. Stimmt es? Ja, also ich habe schon unterschiedliche Auffassungen vom Essen wie der Trainer, muss ich schon sagen. Okay, das ist natürlich problematisch. Ich bin mir zu sehr von meiner österreichischen Heimat, da muss ich ihn schon ein bisschen abbringen und auf die gesunde Ernährung achten. Aber ansonsten, ich weiß, auf was es abzielt. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die oft kontrovers diskutiert werden, aber ich glaube, es ist auch befruchtend und gut. Und grundsätzlich haben wir ein sehr ordentliches Verhältnis, darf ja nicht vergessen, wir sehen uns jeden Tag mehrere Stunden und wenn es da immer krachen würde, glaube ich, hätten wir beide ein Problem. Und ich glaube, so nach außen hin ist es ein bisschen oft falsch dargestellt oder versucht man zu viel rein zu interpretieren. Und von meiner Seite aus ist alles in Ordnung und wir haben ja, wie wir auch wisst, ja, den ein oder anderen Spaß wirklich immer zusammen, also alles gut. Das ist auf jeden Fall auch der Eindruck, den ich sonst habe. Kenan, du siehst den Gary natürlich auch häufiger als seine Familie und deine Frau. Aber ja, leider. Nee, also ich kann das auch jetzt nicht so bestätigen. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Natürlich reden wir über alle Sachen offen und transparent. Das ist auch normal. Es geht nur um die Sache. Und wird natürlich manchmal so dargestellt, als ob wir uns nicht mehr sehen können oder sonstiges. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir arbeiten gern zusammen und wir werden weiterhin gemeinsam versuchen, das Beste für 96 rauszuholen. Sehr gut. Gary, Wintertransfers sind abgehakt, das heißt, wir können uns jetzt voll auf den Sommer fokussieren. Sind da schon Handlungen geplant? Genau, nach der Transferperiode ist vor der Transferperiode und so handhaben wir das ja natürlich auch. Die ist jetzt abgehakt und die Planungen laufen für die neue Saison, ist ganz klar. Und im Hintergrund wird sicherlich das ein oder andere jetzt schon bearbeitet und dann werden wir schauen, dass wir auch für nächste Saison einen sehr konkurrenzfähigen und guten Kader zusammenstellen und nichtsdestotrotz gilt es auch jetzt, die Saison sehr, sehr gut zu Ende zu spielen und es ist noch einiges möglich und dementsprechend werden wir auch agieren. Jetzt ist es so, dass im Sommer auch einige Verträge auslaufen. Genki Haraguchi und Timo Hüber sind da wahrscheinlich so die heißesten Namen. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Genau. Unglücklicherweise laufen beide Verträge aus. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir mit beiden natürlich sehr, sehr gerne weiterarbeiten wollen. Und wie gesagt, da geht es jetzt dann auch in den nächsten oder in die Endphase und dann werden wir schauen, was dabei rumkommt. Kenan, möchtest du denn über den Sommer hinaus gerne mit Timo und Genki weiterarbeiten? Können wir auch mal so fragen? Ja, natürlich sind der Hübers war ja vor meiner Zeit verletzungsbedingt. Hat sich dann herangearbeitet, hat dann auch, denke ich, gut performt und dann kam ja diese Pandemiephase und bin sehr zufrieden mit seiner Entwicklung, wohl wissend, dass wir natürlich auch noch Luft nach oben haben. Und bei Genki denke ich genauso und seitdem ich da bin, hat er eigentlich auch durchweg performt und auch gut performt und deswegen wäre ich natürlich sehr, sehr froh, wenn man diese zwei Spieler halten könnte. Aber das ist dann wiederum jetzt dann die Aufgabe von Gary und von unserem Präsidenten, da zu schauen, ob es auch machbar ist, weil da gehören immer zwei Seiten dazu. Und wir können nur sagen, dass wir von unserer Seite aus sportlich
gerne natürlich mit beiden verlängern würden und beide weiterhin auch hier bei 96K sehen würden. Ja, und ich glaube, viele, viele andere auf jeden Fall auch. Apropos sportlich, wir haben am Montagabend den VfL Osnabrück 1-0 geschlagen. Nach dem Spiel hat unser Stürmer Marvin Ducksch von einem sehr ekligen Spiel gesprochen. Würdest du dem zustimmen? Ich denke, das war ein Touch zu negativ, das Ganze. Wir haben das Spiel vollkommen kontrolliert, haben leider versäumt, da rechtzeitig den Deckel drauf zu machen. Und in der zweiten Liga, je länger das Spiel immer offen ist, ist jede Mannschaft mal in der Lage, durch so ein Unding ein Tor zu erzielen. Deswegen haben wir es unnötig spannend gemacht. Aber die Jungs dürfen wir nicht vergessen. Sie haben innerhalb 8 Tagen 2 sehr lange Auswärtsfahrten in den Knochen gehabt und haben dann das Spiel noch gehabt. Hier auch mit dem Wissen, dass wir natürlich einen Sieg brauchen. Und das haben die Jungs bravourös gemeistert. Und es war nicht ein ekliger, es war ein hochverdienter Sieg, den wir unnötig einfach spannend gemacht haben. Mhm. Generell läuft das Fußballjahr 2021 ja sehr gut für Hannover 96. Wir konnten bereits 4 Siege einfahren, aber auch 2 durchaus ärgerliche Niederlagen mussten wir einstecken. Bist du generell mit der, auch wenn ich glaube, dass ich die Antwort kenne, generell mit der Ausbeute zufrieden? Wie ist die Antwort? Ich glaube, dass du nicht zufrieden bist. Ja, du hättest gern alle Spiele gewonnen. Ja, so sieht's aus. Super. Also, wir müssen einfach mal wissen, dass diese 2 Niederlagen, einmal St. Pauli, das war einfach total, also da bin ich nach wie vor sehr verärgert darüber, weil es einfach eine Niederlage war, wo auch andere Faktoren mit einer Rolle gespielt haben. Da kann man der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie hat sich wahnsinnig zurückgefightet in die Partie, haben wieder leider mal zahlreiche Chancen liegen lassen, sich selber nicht belohnt. Und das Spiel in Karlsruhe ist ja ähnlich. Das war ja für die Mannschaft 2 Niederlagen. Brutal, wo man sagen muss, sie haben sie auf die Fresse bekommen. Aber Fußball ist nicht berechenbar. Das heißt, du kannst auch mal Spiele haben, wo du total überlegen bist und am Ende fährst du mit leeren Händen nach Hause. Und das haben die Jungs dann gehabt, haben einfach auf die Fresse bekommen. Aber viel wichtiger ist, dass wir diese Nehmerqualität haben in der Mannschaft, in der Truppe und dass wir da einfach wieder aufstehen. Das haben sie auch wieder gezeigt und immer wieder gezeigt. Und das ist ein sehr wichtiges Merkmal, ein Qualitätsmerkmal der Truppe. Und wir werden weiterhin gemeinsam arbeiten. Ja. Ich würde mit euch beiden gerne auch noch über die Entwicklung unserer Mannschaft sprechen, die ja durchaus da ist und auch sichtbar ist. Wie zufrieden, Gary, fangen wir vielleicht mit dir mal an. Bist du mit der Entwicklung der Jungs? Ja, ich glaube, das ist ja alles ein Prozess. Wir hatten ja im Sommer einen riesen Umbruch. Wir bekamen die Spieler relativ spät auch zum Schluss dazu. Und das ist halt ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg, dass die Rädchen besser ineinander greifen, dass Automatismen reinkommen, dass Abläufe reinkommen. Die Jungs finden zusammen, die Hierarchie hat sich jetzt gebildet und ich glaube, auf dem kann man ganz gut aufbauen. Und zum anderen sind die Jungs jetzt gut eingestellt vom Coach und 4 Siege in 6 Spielen sind auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Das ist ein Zweierschnitt, da wollten wir eigentlich davor hin und da müssen wir weiter jetzt dranbleiben. Und es gibt noch 15 Spiele zu absolvieren und da sind noch 45 Punkte möglich. Eine Menge Holz auf jeden Fall. Kenan, stimmst du dem zu? Ja, es ist natürlich, wir haben wie gesagt eine, auch Corona-bedingt eine interessante Sommerpause hinter uns. Wir haben wichtige Spieler leider verloren. Und dann haben wir einen Umbruch einleiten müssen, teils gewollt, teils auch gezwungen. Und dann haben wir, wie gesagt, neue Spieler bekommen, die immer peu à peu in die Mannschaft gestoßen sind. Ist auch nicht einfach. Und deswegen habe ich gewusst, dass es vielleicht auch holprig werden kann, weil es einfach ein Prozess, in dem wir uns befinden, zumal die Spieler, die wir geholt haben, jetzt auch nicht die richtigen Stammspieler bei ihren Vereinen zuvor waren. Also das heißt, die Jungs waren mental erstmal in einem tiefen Loch drin, dann hatten sie nicht diesen Rhythmus. Und dann haben wir versucht, natürlich die Jungs erstmal von der Psyche aufzubauen, dann auch von der Physis aufzubauen und dann natürlich aber auch sofort erfolgreich zu sein. Und für das, finde ich, haben die Jungs es sehr gut gemacht, zumindest inhaltlich. Was wir uns einfach vorwerfen müssen, woran wir arbeiten müssen, ist einfach, dass wir uns sehr wenig belohnt haben für den Aufwand, den wir betrieben haben. Wir haben sehr, sehr wenig Spiele, wo wir sagen müssen, okay, das haben wir verdient verloren. Und das ist das, was wir als nächste Stufe sehen in der Mannschaft, dass wir einfach uns belohnen für den Aufwand, den wir einfach betreiben und vor allem für die Art und Weise, wie wir auch Fußball spielen. Und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Und ich arbeite gerne mit den Jungs zusammen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und bin guter Dinge, dass wir auch in Zukunft weiter erfolgreich sein werden. Ja, am besten sind wir das auch schon am kommenden Samstag, denn das Derby steht an. Das wollen, das müssen wir gewinnen. Da kann es nur einen Sieger geben. Wie machen wir das, Kenan? Tja, wir
wissen um die Bedeutung der Partie. Wir brauchen das auch nicht klein zu reden. Wir wissen, was es für einen Stellenwert auch das für unsere Fans hat. Und wir werden natürlich nach Braunschweig fahren, um die 3 Punkte zu holen und alles zu investieren. Und wir werden uns sehr gut vorbereiten auf die Partie und sind natürlich sehr heiß auf die Partie. Und schauen wir mal, wenn der Schiri anpfeift. Okay, Gary, welche Erinnerungen hast du an den ersten Derby-Sieg in dieser Saison? Ja, wunderschöne, weil das ein total spannendes Spiel war und wir auch einen Rückstand drehen konnten. Das ist ja nicht ganz so oft gelungen und zum Schluss raus haben wunderschöne Tore gemacht und uns verdient belohnt. Und ich würde es mir wünschen, wenn wir wieder Sieger vom Platz gehen, weil Derby sind spezielle Spiele und für unsere Fans ist es extrem wichtig, wie auch für uns selber, dass wir diese Spiele ziehen, weil das gibt enorme Kraft und ich kenne es ja von meinem alten Arbeitgeber mit Dortmund gegen Schalke waren immer spezielle Spiele und wenn du da diese ziehst, gibt es brutales Selbstvertrauen und Kraft für die nächsten Spiele. Diese Herausforderung nehmen wir an und werden es hoffentlich am Samstag in die Tat umsetzen. Vielen, vielen Dank, Kenan. Vielen, vielen Dank, Gary. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.